Hallo, willkommen zu einem Video in eigener Sache. Und zwar will ich euch diesmal darlegen, wie das Jugendamt Alb-Donau-Kreis im April 2018 mit Erpressungsmethoden schon angefangen hat zu versuchen, die Gleichberechtigung eines Vaters, nämlich meine zu verhindern und auch die Erziehung unserer Kinder in Gleichberechtigung zu verhindern. Was ist geschehen im April 2018? Das war so, meine jüngere Tochter, die war damals 10, wenn ich richtig nachrechne, und die hat da im April gesagt, Papa, ich möchte halbe halbe bei euch leben. Dann hat die älteste Tochter das auch gesagt und die Zwillinge, die Jungs, die Jüngeren haben dann freudeschreiend gesagt, wir auch. Und dann habe ich versucht, mit meiner Ex-Freundin Kontakt zu treten über E-Mail, WhatsApp, habe ihr erklärt, was die Kinder wollen. Die Kinder haben es ihr gesagt. Da gab es zum Teil auch Streit dann bei der Mutter zu Hause, weil die Kinder darauf bestanden haben. Und schließlich hatte eins unserer Kinder die Idee, wir könnten doch ein Video machen und es der Mutter zuschicken, indem sie sagen, sie wollen bei beiden Eltern leben. Das haben wir dann auch gemacht, ein sehr schönes Video, und haben es der Mutter zugeschickt. Und kurz darauf kam eine Nachricht der Mutter per E-Mail und das Jugendamt Alb-Donau-Kreis hat dann noch dem Gericht etwas geschickt und da stand drin, dass ich die Kinder zu meinem eigenen Zwecke benutzen würde. Ich würde sie manipulieren, psychisch unter Druck setzen und sie gefährden, indem ich mit ihnen über das Wechselmodell rede, also über den Wunsch der Kinder, bei beiden Eltern zu leben und natürlich auch meine verfassungskonforme Erziehung, nämlich die Kinder darüber aufzuklären, dass es wichtig ist, dass sie in Gleichberechtigung erzogen werden. Das heißt, dass sie lernen, dass Vater und Mutter gleichberechtigt sind. Das war offensichtlich schon im April 2018 für das Jugendamt Alb-Donau-Kreis eine ganz, ganz schlimme Sache, dass sich ein Vater wie ich so verhält. Na, hat das Jugendamt, und das habe ich schriftlich, der Mutter geraten, die Kinder nicht mehr zu mir zu lassen. Das heißt, der Mutter wurde von einer Behörde in Deutschland, nämlich dem Jugendamt Alb-Donau-Kreis, geraten, ihre vier Kinder entgegen einem gültigen Gerichtsbeschluss nicht zum Vater zu lassen, weil dieser Vater die Kinder im Sinne des Grundgesetzes erzieht, nämlich speziell im Sinne der Gleichberechtigung der Eltern. Die Mutter hat den Rat des Jugendamts befolgt. Es gab dann einen Erörterungstermin am Gericht, über den werde ich auch noch berichten. Und das war natürlich vom Jugendamt Alb-Donau-Kreis eigentlich eine widerrechtliche Sache, weil es gab einen Gerichtsbeschluss. Es gab keine akute Kindeswohlgefährdung, es sei denn, das Jugendamt findet, dass es sehr schlimm ist, wenn Kinder verfassungskonform erzogen werden. Aber das scheint es ja auch zu tun, wenn es der Mutter unserer Kinder so etwas empfiehlt. Das halte ich für eine reine erpresserisches Vorgehen des Jugendamt Alb-Donau-Kreis. Da wird gleich mal gezeigt, pass auf, Sandro Grogans, wenn du hier weiterhin denkst, du könntest im Alb-Donau-Kreis gegen unsere Vorstellung, nämlich dass Kinder zur Mutter gehören, vorgehen. Und den Kindern auch noch verfassungskonform vermitteln, dass sie ja von beiden Eltern gleichberechtigt erzogen werden sollten, damit sie ja auch das Grundgesetz erleben in ihrem eigenen Leben, dann verlierst du deine Kinder. Das ist pure Erpressung, pure Willkür, um Gleichberechtigung zu verhindern. Wie soll denn bitte ein Kind geschädigt werden, wenn man ihm erklärt, dass Vater und Mutter gleichberechtigt sind und dass es das Recht hat, laut Verfassung in Gleichberechtigung erzogen zu werden? Oder ist das Grundgesetz in der Beziehung für das Jugendamt Alb-Donau-Kreis reine Theorie? Dürfen es Kinder nicht erleben, das Grundgesetz? Soll es bleiben bei diesen
uralten, undemokratischen, verfassungswidrigen Vorstellungen, dass Kinder einfach zur Mutter gehören und selbst wenn die Kinder wollen, dann sollen sie es immer noch nicht machen, es ist eine Gefährdung. Und ich erinnere mich auch, dass damals eine Mitarbeiterin vom Jugendamt Alb-Donau-Kreis zur Mutter unserer Kinder ins Haus ging und den Kindern dort sagte, haben mir die Kinder so erzählt, was euer Papa gemacht hat, war nicht gut. Aha, es ist also nicht gut, wenn der Papa die Kinder im Sinne des Grundgesetzes erzieht, ihnen sagt, dass es gut ist, wenn sie das Wechselmodell wollen, dass es im Sinne der Gleichberechtigung ist und so weiter. Pure Erpressungsmethoden im Alb-Donau-Kreis, uralte, erzkonservative bis in den Faschismus und darüber hinaus reichende Vorstellungen, die mit unserer Demokratie, mit Gleichberechtigung, mit modernem Rollenverständnis überhaupt nichts zu tun haben. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr zukünftig über neue Videos benachrichtigt werden wollt, dann abonniert bitte den Freifam-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr über alle neuen Videos benachrichtigt werdet. Danke nochmal fürs Zuschauen und tschüss.